Blasenentzündungen kommen sehr häufig bei Frauen vor. Allein weil Frauen im Laufe des Lebens unterschiedliche Risikofaktoren für Blasenentzündungen aufweisen. Bei jüngeren Jahren eher wegen Geschlechtsverkehr, also gleich nach dem Geschlechtsverkehr, wegen der Benutzung von bestimmten Verhütungsmitteln, wie zum Beispiel der Diaphragmen und Spermiziden. Bei Schwangerschaft ist auch ein Risikofaktor. In den Wechseljahren, in der Menopause, da baut sich die Schleimhaut auch ab und dadurch ist diese Schutzschicht etwas vermindert. Und die Lactobacillen, die die Scheide besiedeln, werden dann auch vermindert und die schützen ja auch die Scheiden. Da kommen andere Bakterien dazu. Dazu kommt auch, dass die Harnröhre der Frauen auch kürzer ist, also der Weg für die Bakterien ist etwas kürzer. Das heißt, es kommt ziemlich häufig vor. Also 30 bis 40% aller Frauen werden mindestens einmal im Leben eine Blasenentzündung haben. Aber von denen, die es einmal haben, werden ca. 80% mehr als einmal im Leben eine Blasenentzündung bekommen. Bei einem unkomplizierten Verlauf, kein Fieber, kein Schüttelfrost, kein Befallen von Nieren, Patienten ohne Begleiterkrankungen oder nicht Schwangere, kein Diabetes, keine anderen Krankheiten, kann es tatsächlich häufig zu einem selbstlimitierten Verlauf kommen. Das heißt, nach ein paar Tagen ergibt sich die Entzündung fast von alleine. Sprich, Patienten können natürlich viel Wasser trinken, Blasentee zu sich nehmen und es ergibt sich wieder. Aber sonst wird es tatsächlich am häufigsten mit Antibiotikum behandelt. Das muss der Arzt dann entscheiden, welcher am besten passt. Heutzutage haben wir auch die Möglichkeit, mit einer Einmalgabe zu behandeln. Früher war das ja nicht so. Wir haben häufig 7 bis 10 Tage Antibiotikum aufgeschrieben. Heutzutage bei unkomplizierten Verlauf kann man sehr häufig mit einer Einmalgabe es behandeln. Und bei Rezidivieren-Infekten haben wir auch heutzutage andere Möglichkeiten, nicht nur mit Langzeitantibiose, sondern es gibt Impfungen und Mannose und andere Medikamente oder Substanzen, die wir verabreichen können, um wiederholten Entzündungen zu vorbeugen. Also da haben wir eine große Auswahl. Vor allem natürlich immer schön viel trinken, gleich nach dem Geschlechtsverkehr auf Toilette gehen. Wichtig ist auch, was kaum jemand anspricht, aber es ist wirklich wichtig, wenn Patienten auf Toilette gehen, sich von vorne nach hinten zu reinigen und nicht umgekehrt, sonst bringt man ja die Darmflora in Kontakt mit der Scheide und mit der Harnröhre. Blasentee darf man natürlich trinken, ist ja gar keine Kontraindikation. Und wenn man eine Begleiterkrankung hat, wie zum Beispiel Diabetes, ist natürlich wichtig, dass diese Krankheit auch gut kontrolliert ist. Und in den Wechseljahren auch wirklich achten, dass man irgendwie die Scheide weiter pflegt. Also es gibt unterschiedliche Gels, mit Mannose, mit Hormone. Da kann man mit dem Arzt besprechen, was für die Patienten in Frage kommt, dass man diese Entzündungen vorbeugt. Ja, wie gesagt, das ist sehr häufig, aber man hat ganz viele Möglichkeiten und das kann man sich von Patienten nach Patienten sehr personenbezogen behandeln und vorbeugen, ohne dass man größere Komplikationen davon kriegt.